Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir gehen jetzt auf die Galaxie gerade. Und gehen auf Rennoch. Umlaufbahn anfliegen. Wir haben folgende Alternative. Ich weiß nicht, ob man beides machen kann. Ich nehme mal schon an. So. Wir retten ihn aber erst später. Wir gehen erstmal den Server abschalten. Tani kommt mit und Garrus. Bestätigen wir einfach so, wie es ist. Garrus hat ein paar Punkte. Die setzen wir Munitionskapazität oder mehr Kopfschussschaden. Er soll lieber öfter schießen. Bestätigt. Commander, es ist so wie befürchtet. Gesstaffeln sammeln sich, um unsere Lebensschiffe abzufangen. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur am Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich bin keine Maschine. Wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Cerberus hat auf dem Gebiet Geth-Mensch-Schnittstelle geforscht. Sie nannten es Projekt Overlord. Wir haben ihre Übertragungen überwacht. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ja, mache ich. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn's die Lebensschiffe rettet, müssen wir es versuchen. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sicher landen. Halt! Sie werden nicht... Er hat's gerade getan. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Machen wir es. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Ihre Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander,
Von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Und was geschieht mit den Geth durch das Licht ausschalten in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Je früher das hier abgeschaltet wird, desto besser. Ja, Schöpferleben sind immer noch gefährdet. Wir müssen unser Ziel erreichen. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Okay. Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Dann wollen wir mal. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Also ich kann mich da einfach nicht mehr... Warnung, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschinen. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Hallo? Na super. Orangen Dinger muss kaputt schießen. Das will einer sagen. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke, glaube ich. So. Schön abgefahren, dass wir auf irgendwelche Datenkanne ballern. So, so, so. Das war's aber nicht. Gateway? Rechts weiter. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Verbindungsaufbau zu Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper Sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Okay, weiter geht's. Sehr mysteriös, so eine Aufgabe. Warnung, Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Okay.
Na gut. Sehr komischer Cut. Und weiter geht's. Immer schon gucken, ob es rot leuchtet. Nein, sieht safe aus. Gehen wir mal hier hoch. Blöder Irrgarten hier. So. Low Forest. Da ist einer. Ja, da war ich doch so. Hä? Okay. Jetzt nicht weiter. Wo sagt er? Da drin, irgendwie. Oh, wie kommt man da hin? So. Hier links. So, haben wir im Kreis gelaufen. Super. Und wie kommen wir da hin? Muss er vielleicht auch noch freischießen oder so? Moment. Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Okay. Moment. Da. Immer warten, bis es aufgebaut ist. Sie müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Erledigt. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Keinerlei Fehlfunktion. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Wo ist denn der? Da hinten. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Nicht runterfallen. So. Mal gespeichert. Der wäre da oben. Dann laufen wir. Einfach laufen. Immer laufen. Immer weiter. Ob man hier auch Kalorien verbrennt beim Laufen? So.
nee, das ist irgendwie falsch. Okay. Da ist er. Aber wie kommt man da hin? Legion, sag mal was. Hallo. Hier wird nicht irgendwas gemacht, was ich nicht will. Irgendwo da oben. Okay. Ah. Zugriff auf Datencluster. Wir haben entflohene Gäste. Sie sind umstellt. Feuer eröffnen. Einer greift zur Waffe. Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgas gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit den verbliebenen Serverknoten. Okay. Ja? Shepard versucht, den Server runterzufahren, Admiral Rahn. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Die Guest-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Die Hälfte ihrer Jäger funktioniert nicht mehr. Wir halten so lange wie möglich durch. Legion, wie sieht's aktuell aus? Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell... Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weitermachen. Shepard Commander, der Reaper-Code hat sich angepasst. Er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Sie wächst wieder nach. Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Irgendwie kriege ich den jetzt weg. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Okay. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Wo ist er? Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Ja, mach ich doch! Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Wir kommen nachladen. Ah, geht doch.
Blöde Reaper. Ich helfe dir mal so, dass die einfach umkippen. Lauf, steige hoch. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reaper. Gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Gucken wir mal uns an. Nee, das ist es nicht. Shepard Commander. Zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Das würde ja heißen, dass es da anfängt. Okay. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Okay. Da kommen wir nicht ran. Kommen wir auch nicht ran. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Ja. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Aber ich komme doch auch nicht ran. Verschieße ich will. Nee, an den komme ich nicht ran. Was? Ich habe jetzt auf einmal gespeichert. Was passiert, wenn ich da drauf trete? Sterbe ich wahrscheinlich direkt. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Ja, aber... Wie soll ich das machen? Da ist doch nichts mehr, wo ich hinschießen kann. An den komme ich nicht ran. An den komme ich nicht. Oder? Na, irgendwie nicht. Ja, und an den da komme ich nicht. Doch, wie ging das jetzt? Und eben nicht. Komm. So.
Und wo hat er es eh nicht gemacht? Habe ich das ja versucht. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Na, hier kann ich doch hingehen. So einfach ist das. War easy. Aus dem Weg! Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen! Ich sagte, weg von den Geth! Das ist Wahnsinn! Wir brauchen die Geth! Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt... Oh! Zeit ist um! Werft sie zu den anderen! Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden, aber nicht von den Geth. Okay. Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Da ist er. Wie viel kommen denn dann noch? Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Oh, das ist nervig. So, reicht das jetzt? Wieso ist der jetzt gesperrt? War das nicht eben noch offen? Komm! Hakt er an der Tür rum. Das war ein Moment. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Du gehst mir richtig auf den Sack. Wollte ich fast die Treppen hochlatschen. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion.
gehen da hoch. So. Ja, nun können wir da unten was freischalten, oder nicht? Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Wie lange geht denn das noch? War schon 31 Minuten aufgenommen, Leute. Heftig. Aber wir machen das auf jeden Fall zu Ende. Neue Daten für diese Daten kommen aus der Zeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie herausbringen. Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln und... Schöpfer Megara, wie ist Ihr Status? Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Runoff waren, in die Minderheit. Das war's noch nicht? Oi, oi, oi. Noch ein Cluster machen. Alter. Hat er nicht von zwei gesprochen? Wir haben aber den fünften gemacht oder so. Datenzugriff. Das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Runoff. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Runoff entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment, die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion? Das war, als ich sie auf der Normandy deaktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen. Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Halten Sie das tatsächlich noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Junge, Junge, Junge. Etwas geschieht mit den Geth. Okay. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Sie müssen zum Ausgangsport und... Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, alles in Ordnung?
Hat das funktioniert? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Warum verschweigen? Ich nehme Sie beim Wort. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen sollen. Ja, doch, klar. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Sein Ende. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Gut, wir können die Geth vernichten. Gut, wir können diesen Krieg beenden. Ja, natürlich. Höchste Zeit, die Geth von den Reapern zu trennen und diesen Wahnsinn zu beenden. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Wir konnten noch immer kein Rettungsschiff zu Admiral Corris bringen. Kann das warten? Wir haben schwere Verluste unter den Zivilisten, solange er hier nicht alles koordiniert. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurück. Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Doch, ich habe eine Leertaste. ja, gut, Leute. Ja, wir haben jetzt 40 Minuten. Das ist ein bisschen sehr lang geworden, aber ich habe nicht gedacht, dass ich so lange da brauche. Aber egal. Ja, wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall ein schönes Like da. Ich würde mich freuen. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zusehen und haut rein, Leute.